Weißt du eigentlich, was The Witness bedeutet? Ja, wir haben ja damals ausgewählt, als wir das Spiel programmiert haben. Aha, und was heißt es? Nein, ich meine die Frage Das können wir ernst. lösen. Echt? Ja, weiß und Okay. schwarz voneinander separieren, oder? Okay. Also ich hätte jetzt eine Idee, weil du kannst nicht weiß und schwarz komplett separieren. Offensichtlich, genau. Meine Idee wäre jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen das jetzt so, dann haben wir alle weißen auf jeden Fall separiert. Ne, haben wir, wenn man es genau nimmt, hier deswegen nicht. Scheint aber zu reichen. Das hat mich jetzt selber überrascht, dass die Tür aufgegangen Ja, ist. mich auch. Okay. Aber auf ist gut, glaube ich. Auf ist gut, Auf ja. ist gut. Ich wollte noch eben den Satz zu Ende führen. Also, soweit ich weiß, heißt Witness Zeuge. Der Zeuge. Ja, Also, so haben wir das damals gemacht. wir sind also irgendein Zeuge von irgendwas. Das erinnert mich voll an Tetris, diese Figuren. Das ist zu viel. Was mit dir ist nicht sehr gut. Was, wieso? Ach, du meinst. Ach so. Schau noch mal genau nach. Ja. Ich weiß, was du meinst. So meinst du das? Das war Ja. zu viel, ja. Aber das. Das wird ja wieder nicht klappen. Oder? Doch, darf ich mal? Darf ich mal? Ja. Geht Nee, das? der ist falsch rum. Nein, Deshalb meinte ich, das hast wird du nicht recht, klappen. du hast recht. Muss das Symbol da drin sein? Keine Ahnung. Das würde hier schon nicht gehen. Daher sage ich einfach mal nein. Stimmt. Müssen wir das Symbol überhaupt nachzeichnen? Das geht schon nicht mehr. Wir können auch nicht jedes Symbol nachzeichnen, wenn ich mal überlege. Auch die anderen Tafeln, wo wir auch so eine Dinger drauf hatten, Ja, da haben wir ja auch schon nicht die genug Probleme Platz gehabt, dran. ja. Was sagen uns diese Dinge? Können wir die. Darf ich nochmal kurz gucken? Mal gucken. Ich habe jetzt nicht im Kopf durchgespielt, ob das klappt. Aber. So, das wäre jetzt das linke und das ist da drinne. So, und wenn wir jetzt. Nee, das geht gar nicht. Ja, da kommst du an der Ecke nicht vorbei. Genau. Aber du weißt, was ich Ja, vorhatte, ne? ja. Dass die dann halt gedreht Das, 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 irgendwie. das hatte ich auch schon. Ja. Geh nochmal ein hoch. Nee, vergiss es. Passt nicht. Geh nochmal in Startpunkt von da aus. Nein. Mal das mal nach und geht dann mal in Wir Startpunkt. brauchen eine Erklärung. Ich glaube, wir hatten eben eine Erklärungstafel für diese Dinger. Und jetzt? Nix. Keine Ahnung. Ich könnte mich nicht lösen, also was kann ich erklären? Nein, die Erklärung war da. Doch. Ja, aber die konnten mich nicht lösen, Guck mal, hier ist also wieder was so eine kann ich schwarze erklären? Säule. So, wo sind wir denn hier jetzt? In so einem orangenen Wald. Da sehe ich schon mal so ein Gelbchen. Und da sehe ich schon wieder so eine riesen Tafel, wie wir schon mal hatten. So, wo läuft das denn hin? Verschwindet einfach. Da nach unten irgendwo, ne? Aha. Da sind links sind ganz viele. Oh Gott. Was war denn da an der Das war Wand? die Tür, Ah die wir eben gesehen ja, hatten. alles klar. Okay, so, kommen wir da irgendwie runter? Bestimmt. Wo? Hier. Gott, wie viele Tafeln sind denn hier? Heidewitzka. Da ist was. Das wird jetzt an. Ja, das ist meine Okay, Schwierigkeitsklasse. dann darfst du das auch machen. Ist bestimmt wieder ein Container, der sich öffnet oder so. Nee, eine Tür Und einfach der nur, okay. läuft ab. Ah, das heißt, du musst da jetzt schnell rein. Wenn der abgelaufen ist, geht er wahrscheinlich wieder zu. Schauen wir mal.
Ich gehe doch schon mal rein. Wir müssen doch wahrscheinlich eh rein. Weiß ich nicht. Guck mal, ich hatte recht. Es geht wieder zu. Das war nur eine Vermutung. Ja, natürlich, aber die war richtig. Es war offensichtlich. So, hier geht's los. Tja. Sollen wir jetzt raus oder was sollen wir jetzt machen? Wir sind hier drin gefangen, wenn die Tür zugeht. Ach Quatsch. Das Spiel wird uns garantiert nicht hier gefangen haben. Oh, guck mal, man kann sie auch von der Außenseite, Innenseite öffnen. Warum macht man da eine Tür? Weiß ich nicht, weil man es kann. Okay. Also, okay. So, diese Art von Rätsel kennen wir auch noch nicht. Irgendwie ist hier nichts abgebildet. Worauf beziehen die sich? Holz. Worauf beziehen die? Also die Art von Rätsel kennen wir schon. Die hatten wir in dem Haus, in dem kaputten. Und weißt du, was mir hier auffällt? Nee. Dass da Schatten reinragen von den Bäumen. Stimmt, stimmt. Versuch mal, einen Weg zu gehen, wo du nicht die Schatten kreuzt. Ah, das, ja, das ist hundertprozentig. Gut, gute Beobachtungsgabe. Boah, super. Geil. Wir haben mal wieder was gelöst. Nee, du musst erst die zweite machen. Hier wird schwierig mit den Schatten. Schauen wir mal. Gut, Chris. So ist das auch ein bisschen doof, oder? Wenn du es jetzt nicht schaffst, lache ich, ne? Na, immerhin. Du musst die Tür aufmachen. Ah, genau. Dafür musst du die Tür aufmachen. Also jedes Element hat irgendwie einen Sinn im Spiel. Ne? Wir haben uns gefragt, oh die Tür, ist ja blöd. Du hast es gesagt. Ich habe gesagt, das macht man, weil man es kann. Genau genommen triffst du oben links den Schatten. Den, ja. Aber da komme ich nicht drum rum. Das sehe ich ähnlich. Nee, den hast du getroffen, da oben. Da bist du gerade rübergegangen gerade. Mach mal. Ah. Mhm. Aber trotzdem nicht. Muss die Tür dafür offen sein? Oh, da ist ein zweiter Baum noch, der da rechts reinragt. Und? Das wäre vielleicht logisch, ja. Ich wieder nicht. Darf ich mal? Hm? Hätte es auch ruhig aufmachen können. Ich habe nicht Escape gedrückt. Ja, ich bin begeistert. Ich auch. Ja. Oh, die ganze... ja, ich will da abkürzen, aber man kann nicht durch die Büsche, die sind ich zu massiv. Ich bin nicht mehr begeistert. Aber das hatte ich ja auch schon gemacht. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob du beim ersten Mal nicht hier gerade rübergegangen bist. Und beim zweiten Mal war die Tür zu, als du es gemacht hast. Jetzt kannst du dir sicher sein. Jetzt kann ich mir sicher sein, ja. Guck mal, von hier gehen zwei weg. Einer, der nach da unten geht und das wahrscheinlich öffnet und einer, der die aktiviert. Mhm. Hier wird es auch mit den Schatten noch interessant. Ja. Okay. Ja, trotzdem, dass es irgendwie zusammenhängt, das bekommen wir bestimmt gelöst. Klar. So. Können wir hier irgendwie einfach einen Baum fällen oder einen Ast abschneiden? Dass die Schatten weg sind? Wir haben da... der eine Knubbel da links, der stört eigentlich. Mhm. Hm. Aber, also... wir müssen Schatten berühren, anders geht es nicht. Ja, aber welchen?
Ja, die Frage ist, ob da in dem Bild irgendwas falsch ist. Irgendwas. Hier in dem Bild was falsch. Also. Also, wenn man wirklich keinen Schatten berühren darf, ist das Bild hier nicht lösbar. Richtig. Wegen da oben links der Ecke. Genau. Dann ignorieren wir doch einfach mal diesen Ast hier, den rechten. Okay, du meinst, dass dieser Ast hier, das ist immer doof, wenn man auf dem Monitor zeigt, deshalb, ja, dass dieser Ast hier quasi nichts damit zu tun hat, sondern nur der andere Baum, vielleicht, der ausschlaggebende ist. Okay. Probieren wir es mal aus, wir müssen jetzt nicht weiterkommen. Ich muss jetzt aber die Tür wieder aufmachen, weil ich sonst nicht weiß, wie das da unten aussah. Mhm. Obwohl ich hätte gesagt, dass allein das Aufmachen der Tür als einziges Element dazu dient, dass es ausreichend ist. Was? Also. Ja, für dieses Spielchen. Ich meine, so. Sind zwei Rätsel. So, dann könnte ich jetzt so direkt machen. Aber da ist ein Schatten. Stimmt. Haben wir den immer ignoriert? Weiß ich nicht. Versuch den mal. Okay. Dass wir, weil da ja nur diese kleine Ecke ist, dass wir sagen, die dürfen wir doch berühren. Und dann so gehen. Boah, sind wir doof. Daran lag das? Daran lag das. Mann, sind wir doof, ey. Ja. Weißt du, da oben wegen dieser kleinen... Warte mal. Machen wir mal da. Wegen der kleinen Ecke pissen wir uns an und hier unten die Riesenecke, die übersehen wir einfach mal gepflegt. Es kann sein, dass ich vielleicht am ersten Mal gesehen habe, aber du könntest dann recht haben, dass ich oben rechts... So, ich würde sagen, nur die Baumschatten sind die, die wir beachten müssen, ne? Also, das ist zu einfach. Naja, das ist ja auch wieder erstmal das Lernen. Da steht... Oh, ist das mies. Tada! So, jetzt haben wir hier den Weg frei. Ja, zurück, und unten auch den Weg frei. Genau, was heißt denn, da ist der Weg frei? Kann man da jetzt hergehen? Oder ja, da können wir jetzt da runtergehen weiter. Ah, okay. Dann gehen wir erstmal hier. Wir können hier noch mehr Rätsel lösen. Leider ist es jetzt so ein Rätsel, wodurch man nichts gewonnen hat, kein Wissen. Nee, aber wir kommen jetzt in einen Bereich, in dem wir eben nicht kamen. Ja, richtig. Da kommt ein Kabel, was von da unten... Die haben hier aber auch die Kabel verlegt, meine Herren. Kreuz und quer über die Insel. Kupfer hatten wir genug. Wer weiß, ob das Kupfer ist. So, das... aha! Was mich jetzt ein bisschen... Meinst du, das ist wieder unser Schwierigkeitsgrad hier? Ich dachte schon, das sieht aus wie ein Boot. Ich bin auf der Insel rumfahren. Ja, aber hier haben wir schon mal eine ganze Übersicht der Insel. Ja. Ach, und jetzt... Guck mal. Ah, jetzt können wir hier... Wo sind wir denn jetzt gerade? Da ist die Windmühle. Da ist das Schloss, an dem wir gestartet sind. Ja. Da ist das. Ach, da wo wir leuchten, sind wir. Und was wir auf jeden Fall sehen, ist hier diese Bäume da auf der linken Seite. Gehen wir mit der Maus hin, dann sehen die Zuschauer. Ja, da. Genau, da war auch so ein Baumrätsel. Also man kann so ungefähr erkennen, was man wohl lernen könnte, oder? Richtig. Dann können wir da dieses Kreisrätsel lernen, wo wir es nicht gesehen haben. Was wir nicht verstanden haben. Hier können wir das sehen. Genau. Da hinten können wir das sehen. Hier ist das Dorf. Aber das unten rechts sieht auch sehr ähnlich aus. Ja, stimmt. Und da sind die komischen Symbole. Das wirkt für mich, als wenn da die Lerntafel. Und ich vermute, wir können jetzt hier irgendwo hinfahren. Und dann nämlich da hinklicken und dann fahren wir mit dem Boot dahin. Aber guck mal, da ist das Ziel. Das unten rechts, das blinkte gerade. Das sind mehrere Ziele, die blinken. Okay, wenn die alle blinken, ich hab nur... Ja. Immer da, wo Häfen sind, glaube ich, können wir hinfahren. Ja. Jetzt. Und diese kleinen Tafeln, die da rechts sind, diese viereckigen, das waren dann die Anlegestellen, die wir gefunden haben schon. Hier habe ich doch gesagt, guck mal, da ist so eine komische eckige Tafel am Wasser. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt hier dieses Symbol haben, können wir doch gucken, ob wir hier das lernen können. Ja. Hier, da. Ja, auf jeden Fall. So. Das. Aber es ist, wie ich vermutet hatte, dass man vielleicht nicht immer da, wo man eine Tafel zuerst sieht, dass man das dort auch lernt. Okay. Keine Chance. Lernen wir hier nicht, wissen wir nicht, wie es geht. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine Vermutung, wo man es lernen könnte. Das heißt aber auch, dass wir die unter Umständen in der richtigen Reihenfolge lernen müssen.
Ja. Weil wenn wir jetzt hier das eine lernen können, aber das hier selber noch nicht erreichen können, weil da andere Tafeln vor sind, kommen wir da vielleicht noch gar nicht ran. Ich glaube, da ist ein guter Mix dabei, weil es gibt immer, einige Tafeln haben dann andere Elemente wieder gemixt. Genau, ja, ja. Hier lernen wir jetzt erstmal diesen Propeller oder so etwas. Hoffentlich, wenn wir da rankommen. Folge der Linie.